Hier ist irgendwas. Also wenn ich jetzt rückwärts laufe, hier ist irgendwas. Wie komme ich denn da hin? Wie kriege ich denn hier Licht an? Hier sehe ich da gar nichts. Hier ist noch irgendwie ein Licht, ein Schrank oder sowas. Keine Ahnung. Im Inventar hatten wir jetzt auch nichts gehabt. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie eine Kerze oder irgendwas finden. So, also da oben scheint nichts zu sein. Ich glaube aber, hier drüben eine Tür gesehen zu haben. Hier kommen wir ja nicht rein, ne? Der Schlüssel hat aber das Symbol drauf gehabt. Wir können noch mal kurz gucken. Und zwar dieser Schlüssel hier, ne? Der hat genau dieses Symbol da drauf, was man mal extra meint. Genau hier, ne? Der hat genau das Symbol drauf. Den werden wir jetzt einfach mal hier anwenden. E. Genau. Ah ja, okay. Gut, jetzt sollen wir erstmal noch diese. Ja, der lässt sich gut gehen, ne? Okay, wir machen die Tür zu. Hier ist wieder irgendwas verdeckt. Und hier sollen wir jedenfalls diese Kräutermischung oder was es ist holen, ne? Gucken wir erstmal die Schränke rein. Das ist alles leer soweit. Und die sollen ja irgendwo in der hinteren Ecke sein. Und beschriftet. Hier ist wieder so eine hässliche Maske. Ein Fabergé-Ei. Oh, was? Da unten steht auch wieder eine Figur. Nehmen wir natürlich auch mit. Ich weiß zwar noch nicht, für was wir die brauchen, aber wir nehmen es einfach mal mit. Ne? Kann ja sein, dass wir sie später brauchen. Ja. Weil sonst könnten wir sie ja nicht mitnehmen, ne? Ja, da gerade irgendwas gelacht. Ist auch richtig eklig hier, ne? Zwei Köpfe und dann in der Mitte noch einen Totenkopf. Oh, guck mal. Hier haben wir. Was war denn das jetzt? Hier haben wir sogar noch. Was ist das hier? Ah, okay, das ist das Muster. Das nehmen wir einfach mal mit. Und hier haben wir eine Laterne. Ja, die hätten wir da oben gut gebrauchen können. Jetzt wissen wir es erstmal. Und hier haben wir noch was zum Was? Lesen. Barry Simmons, wir haben erreicht. Wir haben ihn erreicht. Nein, nein, nein. Ja, okay. Das war wahrscheinlich irgend so ein Krankenbericht. Oder sowas. So, das wird wohl das Fläschchen hier sein, vermute ich mal. Ach, wenn nicht, wir packen es trotzdem ein. Kann ja nicht schaden, alles was wir mitnehmen, ne? Hier ist auch noch ein Fläschchen, aber das können wir alles nicht mitnehmen, das Zeug. Und warum hat denn das jetzt so gelacht? Ja, und hier sehen wir leider nichts, ne? Ja, aber hätte ich das vorher gewusst, dass es gar nicht so extrem ist, wie sie es da angepriesen haben, dann hätte ich das auch unzensiert gemacht. Naja. Gut. Also hier scheint jedenfalls nichts weiter zu sein. Unterm Bett ist auch nichts. Hier haben wir, glaube ich, gerade reingeguckt, oder? Ja, ich glaube schon, genau. Halt, da unten ist noch irgendwie ein Brief unter den Büchern. Aber da kommen wir nicht ran. Okay, also wir haben jetzt erstmal die Sache. Die Kräuter haben wir und wir haben noch ein Licht geholt. Ich denke, wir werden jetzt erstmal unten das Rätsel lösen, was da war. Da gibt es ja jetzt diese Kräuter oder so. Ich weiß es nicht. Ja, gucken wir einfach mal, ne? So, wir haben hier das Ding. So, benutzen. Let me think for a sec. Und jetzt öffnen wir einfach mal das Inventar. Ne, können wir nicht öffnen. Machen wir es wieder zu. Und das Inventar, bitteschön. Und diese Platte hier. Okay, der sagt, was ist das für eine Farbe? Ich kann es gar nicht erkennen. Ist es gelb? Also, gelb, grau oder was es ist? Gelb, grau, weiß. Aber ich kann ja gar nichts machen. Okay, gelb. Ach so, das ist so ein Rätsel, das Schieberätsel, ne? Okay, müssen wir mal gucken. Das soll auf jeden Fall da hoch, ne? Hä? Das soll doch hierher, so wie ich das gesehen habe.
Ja, Moment, ich mache mal eben mal ein ein. I have the combination right here. This shouldn't be too difficult. So, wir gucken uns das nochmal an. Examine. Und jetzt werde ich mir kurz mit dem Handy ein Bild machen. Dann komm mal hin. Geh auf. So, Kamera. Machen wir uns eben mal ein Bild. So, passt schon. Und das Bild nehme ich jetzt einfach mal zur Hilfe. So, wieder zu hier. Weg. Auf. Think, Christopher, think. Ja, aber blöd ist es halt nur auf dem Handy, dass es alles irgendwie gleich aussieht, die Farbe. Komisch. Also wir sollen oben ein helles haben. Hä? Achso, jetzt haben wir die... Ach, okay, jetzt kapiere ich das. Und die muss da noch rein. Okay. Die lilane muss auf die... Ach, ich hasse Rätsel, ganz ehrlich. Ich hasse solche Rätsel wie die Pest. Also die tun wir erstmal parken, ne? So, die hier muss eigentlich auf die Seite. Was meine ich das jetzt? Ah ja, okay. Aber rot ist auf dem Bild gar nicht drauf. Das ist ja eigenartig. Ich muss mal ein neues Bild machen. Das ist echt zu schlecht. Inventar. Bild. Ja, die Farben, die sind so blass da. Die erkennt man da kaum, ne? Kaum, ne? So, mal gucken, ich habe jetzt ein neues Bild gemacht. Galerie, Bilder. Das muss doch hier irgendwie gehen, ne? Escape, rein. Wir haben gar kein Rot auf dem Bild. Komisch. Also ich vermute aber, die Rote muss runter. Die Lilane muss hier, wo jetzt Rot ist. Und die Graue muss ganz nach oben. Ah ja, okay. Genau, das. Und die Schwarze muss auf jeden Fall nach oben. Die tun wir erstmal, warte mal, da drüben parken. Die lilane muss auf jeden Fall irgendwie da runter, so hier. Genau, da parke ich jetzt mal die gelbe kurz da unten. So. Ah, okay, ja. Nee, das klappt jetzt nicht. Die schwarze muss nochmal irgendwie weg. Das heißt, ich muss die gelbe erstmal irgendwie hier reinholen. So. Eins, zwei. Jetzt müsste eigentlich die schwarze zuerst drauf. Und jetzt die gelbe. Ah ne, die muss noch mal warten. Kurz die gelbe. Das muss ich jetzt einmal drehen. Jetzt muss ich das drehen. Perfekt. Ja. Ein kleines Rätsel halt, ne? Ist schon sinnvoll, wenn man sich da irgendwie mal so einen kleinen Screenshot oder sowas macht. Mit dem Handy oder so, ne? Weil wenn man diesen Zettel da zwischendurch nicht öffnen kann, ja. Jedenfalls haben wir jetzt so einen komischen Krug hier gekriegt. Jetzt muss ich trotzdem noch mal ins Inventar schauen. Ob das hier, das war... Ah ne, okay, das war nicht diese Kräutermischung. Die gibt es dann wahrscheinlich auf dem Dachboden oben. Gut, das haben wir jedenfalls hier, das Zeug. Wir werden uns jetzt mal auf dem Dachboden nochmal bewegen. Ich hoffe mal, die Laterne geht ohne irgendwie. Ja, die funktioniert auf jeden Fall gut. Also bewegen wir uns jetzt einfach wieder hoch auf den Dachboden. Jetzt haben wir ja was, wo wir das ausleuchten können. Ach, das war ja ganz oben. Stimmt. Logisch, ne? So, gleich hier mit großen Schritten da hoch. Es steht die auf einmal hier. Since when are you sneaking into the Superior's chambers? I have permission. Oh, don't be so serious. I'm just gently suggesting that Theodore's bedroom is not the only one you should visit tonight. I'm pleased to hear that, but Sabinian and Theodore already have different plans for me. I didn't know you liked such things too. Lady, Guck mal, wie die ihren Arsch da hinhält, ne? Da weißt du, was sie will. Ja, okay. So, besteigen wir mal wieder die Leiter und nicht die Dame. Und werden jetzt hier oben mal diese Laterne anfeuern.
So, die Laterne bitte. Jetzt sollen wir noch diese, ja, Kräuter holen, ne? Also jetzt haben wir auf jeden Fall Licht. Warte mal, Option. Theoretisch kann ich ja jetzt hier wieder auf die 3 runterschalten, so wie es vorher war. Apply. Ja, jetzt haben wir ja Licht hier oben. Jetzt sehen wir auch ein bisschen was, was wir vorher alles nicht gesehen haben. Aber die Tür haben wir gesehen, nur konnten wir die wahrscheinlich noch nicht öffnen. So, warum ist denn hier alles... Warum ist denn hier alles verdeckt? Was haben die denn hier... Ah, okay, das ist eine Art Folterinstrument, so in Anführungsstrichen, ne? Da werden wohl die Damen gefoltert. Und hier haben sie sogar noch eine Maschine. Witzig. Ja. witzig. Okay, das ist ein Umschnall-Dildo. witzig. Ja. Ich glaube, das erkennt man trotzdem noch, auch wenn man sich erkennen kann. Und hier erkennt man es ja auch, ne, was es ist. Ja. Wir können sogar zwei Damen mit einmal wippen. Ach, witzig. Ja. Oh ja, die Lustmaske, ne? Die Maske der Lust. Was haben sie denn hier für schöne Instrumente? Oh. Da kann man wohl etwas damit spreizen, so wie es ausschaut. Naja. Witzig, witzig, ja. Okay, jetzt verstehe ich auch langsam, warum das hier zensiert ist, das Zeug. Aber das werden wir wahrscheinlich nochmal geben, das Spiel, ohne euch. Ja, das ist ein richtig Sadomaso-Schuppen hier. Ja, jedenfalls soll es hier irgendwo was geben. B. Also das Haus gefällt mir. Da würde ich auch wohnen wollen. Smells like herbs in here. Like something else I don't want to know. I guess this must be Theodore's old workshop. Ja, genau. So, und hier hinten soll irgendwo eine Flasche rumstehen. Oh ja, erstmal wieder eine Figur. Eine Flasche rumstehen, die wir mitnehmen sollen. Oh, jetzt wieder eine Notiz. Die Essenz. Die vierte Dimension. Ja, okay. Also, hier handelt es sich wahrscheinlich nicht nur um irgendwelche... Ja, also ich gehe einfach mal von einem Lustschuppen aus hier. Die sich mit Drogen zuballern, dann irgendwelche Sexspielchen machen. Ne? Ja, oh, das ist das Ding doch hier, ne? Mit dem Mond. Nehmen wir auch mal mit. Wir nehmen einfach alles mit, was wir kriegen können. Ja, haben wir doch. So, guck mal hier nochmal, ob hier noch irgendwas rumsteht, was wir mitnehmen könnten. Ja, hier gibt es Ahornsirup. Aber ansonsten nichts weiter, okay. Guck mal, ob die Tiere noch aufkriegen hier. Die gehen nicht auf, okay. Ah ja, Ah ne, warte mal, wir lassen die Tür einfach offen hier. Okay, jetzt hat es zugemacht, na egal. Ja, jetzt weißt du auch, warum man nicht wollte, dass wir hier noch mehr rumsuchen. Ja. Weil er hier seine kleinen Spielzeuge gelagert hat. Oh hier, guck mal, sogar noch eine Feder zum Kitzeln. Ja, okay. Genug gesehen hier oben. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, sowas zu machen als Entwickler? Verstehe ich jetzt gar nicht. Aber gut. Auch das Milieu muss bedient werden. Naja. Okay, also wir haben erstmal alles besorgt, was wir besorgen sollten. Außer uns natürlich haben wir nichts besorgt. Wir machen jetzt mal die Lampe hier wieder aus. Und werden jetzt zu unserem Großmeister gehen. Oh, guck mal, jetzt sind die alle schon da drin. Haben ihre Masken alle auf. Und da gehen wir mal da rein. Hallo, moin, moin, ne? Das sieht ja aus wie so ein Clown hier. Eieiei. If you have both of the items, place them next to the bowl on the table. Ja, kleiner Moment bitte. Wir gucken uns mal hier die Damen und Herren an. Ja, schon ziemlich freaky. Wer weiß, was die hier für eine Show abziehen jetzt. So, was soll ich jetzt machen? Auf den Tisch legen, ne?
Also, E. Wir sollen einmal den Kelch ablegen und diese Essenz.